Pater Anselm Grün, morgen ist Nikolaus. Und Sie sind bestimmt keiner, der Ihren, seinen Mitbrüdern die Schuhe füllt vor der Zelle. Aber werden Sie diesen Tag als was Besonderes begehen? Gut, für mich ist der Nikolaus natürlich eine väterliche Gestalt. Ich habe in meinem Zimmer eine Ikone vom heiligen Nikolaus. Und das fasziniert mich, diese Ikone, das, wenn ich da aufs Gesicht schaue, so wie wir gerade gehört haben, da spüre ich, das Gesicht ist Liebe. Ja? Der liebt nicht nur jemand, das ist Liebe. Und das ist für mich der Nikolaus, ein Mensch, der in sich Liebe ist. Und das haben die ganzen Legende auch gezeigt. Und insofern ist es dann ein schöner Brauch, die Leute zu beschenken. Aber für mich ist dieses Bild allein, diese Ikone, wenn ich die anschaue, dann spüre ich, es geht nicht nur darum, lieben und geliebt zu werden, sondern Liebe zu sein. Und das spüre ich in diesem Gesicht. Sie haben mal gesagt, jeder Tag braucht eigentlich so einen heiligen Moment, an dem man innehält. Wie findet man den? Was macht man da? Gut, das ist für mich ganz wichtig, ein Ritual. Ritual schafft eine heilige Zeit und heilig ist das, was der Welt entzogen ist, worüber keiner Macht hat. Das kann verschieden sein. Ich kann eine Gebärde machen, ich kann am Morgen die Menschen segnen, mit denen ich heute zusammen bin. Und für mich ist es auch ganz wichtig, so am Abend diese Gebärde, die Tür zu schließen und diesen inneren Raum zu schützen, in dem, zu dem niemand Zutritt hat, wo ich frei bin von den Verletzungen, wo ich heil und ganz bin, wo ich ursprünglich bin, wo ich mich nicht rechtfertigen muss, mich nicht beweisen muss, sondern einfach nur bin. Janet, können Sie damit was anfangen, mit dem, was Anselm Grün gerade sagt? Oh, sehr. Ich hab oft mir überlegt, ich habe jetzt... Also ich habe einen großen Sohn, der wohnt aber nicht bei uns, aber eine kleine Tochter. Und ich habe mir oft überlegt, wo schaffe ich mir so einen Moment, wo ich ganz alleine bin. Und ich habe dann herausgefunden, dass wenn ich abends früh ins Bett gehe, jetzt wenn es Herbst ist, ist es sowieso ideal und es ist kalt und ungemütlich. Was ist früh bei Ihnen? Ich gehe dann wirklich so zwischen 8 und 9 ins Bett. Und dann stehe ich aber so um 4 oder 5 auf und das ist herrlich. Und das ist so ein Geschenk, weil es ist, also erstmal ist die Seele noch ganz dünn, also frisch, noch ganz, ganz jung und auch man ist so dünnhäutig und dann mein Kind schläft, der Hund schläft, die Nachbarn Berlin und man hört so den Herzschlag und zwar auch so den eigenen und man muss überhaupt nichts und dann sitze ich so da und gucke aufs Meer. Also ich sitze in meiner Wohnung und gucke aufs Meer und es ist einfach so meine Zeit und da merke ich dann auch manchmal, da kommt so viel, weil man gar nichts erwartet und es kommt zu viel und da kommt dann auch sowas wie die Muße manchmal. Plötzlich fällt mir dann was ein oder ich erinnere mich auch, aber es ist so gar nichts müssen und es ist so ein Geschenk, dieser Moment und ich glaube, das braucht man, ich glaube, viele werden sich jetzt fragen, guckt aufs Meer, wo leben Sie? In Berlin, aber da in meiner Wohnung, das Meer ist dann im Wohnzimmer oder das Meer ist ja egal, wo es ist, aber da ist es und das ist so wunderbar. Okay. Und diesen Moment, den brauche ich einfach. Da haben Sie was gemeinsam. Sie stehen auch sehr früh auf, 5.20 Uhr. 4.40 Uhr. Oh Gott, ich habe mich falsch informiert, weil ich mich um 40 Minuten vertan. Bitte um Entschuldigung. Heute haben Sie gesagt, normalerweise würden Sie immer abends noch zurückfliegen, aber heute wegen der Sendung bleiben Sie im Hotel in Bremen. Ist das dann in Fleisch und Blut übergegangen, dass Sie um 4.40 Uhr morgen wach sein werden oder werden Sie sich etwas, eine Ausschlafzeit gönnen? Also wenn ich nach 12 heimkomme, dann stehe ich um 5:45 auf. Aha. Aber also zur Messe um 6:15 ist dann Eucharistiefeier und da bin ich dann immer dabei. Aber klar, dass ich 4-5 Stunden wenigstens schlafen kann. Sascha, heiliger Moment, können Sie was mit anfangen oder ist Ihnen das zu pathetisch? Ich habe gerade noch darüber nachgedacht, wie man freiwillig um die Uhrzeit aufstehen kann. Also ich habe es heute mal versucht, weil ich bei den Kollegen vom Frühstücksfernsehen also schon war. Richtig. Sie sind ja um 5 Uhr, ne? Genau, und dann habe ich so ungefähr, das war so diese Zeit, wo ich dann dachte, oh ja. Ich erinnere mich nicht, wann es das letzte Mal war, dass das passiert ist. Oder ich musste. Aber jetzt mal unabhängig von der frühen Aufstehzeit, versuchen Sie sich so einen Freiraum zu schaffen, jeden Tag, der nur Ihnen gehört, wo Sie zur Besinnung kommen? Das ist ja das, was Anselm Grün und Janet Hein gerade beschrieben haben. Ja, nicht täglich. Also es ist eher so in Phasen, dass ich mir irgendwann vorgenommen habe, ich hatte mal eine Zeit, wo wirklich fast jeder Tag verplant war, in so einem Zeitraum von ungefähr 5 Jahren. Und danach habe ich mir vorgenommen, dass das nicht mehr vorkommen darf. Weil man dann eben diese Zeit nicht mehr hat, um zu reflektieren, um auch mal einen Tag, und wenn es nur ein paar Stunden sind oder ein Tag oder 3 Tage, wo man dann sagt, okay, jetzt ist mal kurz einmal Ruhe, auf die Bremse treten und dann wieder weitermachen können. Und das
gönne ich mir mittlerweile immer wieder zwischendurch. Was sind, Herr Rademann, Ihre Momente der Einkehr? Brauchen Sie sowas überhaupt? Wenn ich sie ankicke, brauche ich sie nicht, aber im Grunde genommen... Was heißt das? Das müssen wir erläutern. Ich finde, die Vorlage müssen Sie jetzt auch verwandeln. Ich finde das, was Sie machen, eigentlich ganz gut, vor allen Dingen und beruflich. Und das ist für mich ganz wichtig, ich lese viel. Also ohne Zeitung kann ich nie leben. Ich brauche, aber ich bin auch keine E-Book-Leser, sondern ich muss so, die Druckerschwärze muss ich so noch fühlen, ja. Herr Rademann, Sie werden mir immer sympathischer. Ja. Zeitung lesen, das ist was Herrliches. Sie haben ja, ich weiß nicht, ich brauche das morgens eben. Und ich lese. Also dafür Applaus zu kriegen, staune ich. Ja, die Jungs, die quälen sich einen ab mit ihren Tricks. Oh, die haben genug Applaus gekriegt. Die waren gut, die Dinger, aber die kriegen richtig verdienten Applaus. Aber dass ich Zeitung lese und Applaus kriege, also, da staune ich aber jetzt. Ja. Es galt so der Gattung schlechthin. Ja? So das, was ihr macht, ist richtig gut. Sie haben ja gesagt, Sie waren in Las Vegas. Sie kennen gut Siegfried und Roy. Ja, also das gefällt Ihnen das immer besser, was die da machen? Nee, das können sie ja nicht. Das ist ja unmöglich, weil die Entwicklung der beiden Siegfried und Roy eine viel längere Zeit ist. Ihr werdet vielleicht da mal hinkommen. Da gibt es ja nur noch ein paar andere, Copperfield und so weiter. Aber Siegfried Roy ist ja auch so, da wurde ja ein Theater quasi um die Show herumgebaut mit Millionen von Dollar. Mirage, ja. Das ist natürlich ein Traum auch in gewisser Weise. Naja, also wobei ich auch dazu sagen muss, wir finden es eigentlich viel interessanter, auf Tour zu sein. Da hast du so ein bisschen Rock'n'Roll, wachst jeden Tag manchmal auch um 4 Uhr morgens. In welchem Zustand? Du siehst da nur die Halle und sagst, okay, da muss ich rein. Und du wachst besonders dann auch, wenn der Tourbus, wir fahren ja selber noch mit dem Tourbus mit, wenn der vielleicht mal nicht so gut fährt, da fragst du dich manchmal, ob der Fahrer dann vielleicht zu viel getrunken hat. Auf jeden Fall ist das eigentlich das, was wir lieben, weil es so ein bisschen Leben. Gelten bei euch heute noch diese Zauberfibeln, wo verboten ist, strengstens zu verraten Tricks? Ich habe die bei mir, die zeige ich meinem Bruder nicht. Ja, also da ist ganz wichtig, der darf nicht alles wissen, wie es geht. Das ist der magische Zirkel sozusagen. Ja, ja. Das haben die nämlich früher alle gehabt. Die Zauber durften überhaupt nicht weitergeben. Das sollte das Geheimnis bleiben fürs Publikum, wie es gemacht wird. Ja, fürs Publikum ist natürlich klar, dass wir ja immer die perfekte Illusion als Ziel haben, weil unser Ziel ist es ja, die Menschen zu verzaubern, sie wieder ein Stück weit Es gab aber einen Amerikaner, der hat das mal bewusst gemacht und hat damit ein gewissen... Den maskierten Magier. Ja. Ja, das war ich. Das größte Problem war, die Frisur zu kaschieren. Wer füllt morgen den drei Kindern die Stiefel? Das macht in dem Fall meine Frau. Ja, ich bin morgen schon wieder auf dem Weg. Aber wir versuchen eigentlich, die Zeiten, wo ich zu Hause bin, dann auch in der Familie zu haben. Und genießen diese Momente auch sehr. Ich kann das auch sehr genießen. Wobei es natürlich auch so ist, dass manchmal meine Frau zu kurz kommt, weil wenn ich zu Hause bin, ja, dann ist eigentlich immer Tohuwabohu. Ja. Gestern kriege ich einen Anruf, wieder hat der Große eine Illusion nachgespielt, ja, von uns. Machen sie häufig. Toll, tolle Nummer. Wie wir mit dem Motorrad aus dem iPad fahren, einen halben Tag später, Papa, komm mal in den Garten, mit einem kleinen Fahrrad auf dem Gartentisch, so hoch, so runtergefallen, der Kleine, alles gut. Gestern stülpt der Große über den Kleinen so einen Pappkarton, sehr eng, und gibt dem Schub. Der fällt um, kann sich aber nicht abstützen, weil die Arme so waren. Aufs Gesicht, war es im Krankenhaus. Kriege einen Anruf dann und so. Ist halt egal, wenn ich zu Hause bin, ist eigentlich immer Action. Und insofern genieße ich es dann mal, wenn man einfach mal 5 Minuten rausgehen kann, an einen Apfelbaum sich stellt, den man mit dem Papa zusammen gepflanzt hat und dann mal 5 Minuten durchatmet. Das ist so, wie ich das. Also, die beiden hier, die rechts und links von mir sitzen, ja, die haben nicht nur die Gemeinsamkeit, dass sie, also ich sehe jedenfalls, gelegentlich sehr früh aufwachen, ja jeden Tag, zwischen 4.40 Uhr und 5.45 Uhr, sondern dass beide unglaublich offenbar gut damit zurechtkommen, alleine zu sein, sich dabei nicht einsam zu fühlen. Etwas, wovor die meisten Menschen große Angst haben. Manchmal wird man gezwungen, alleine zu sein, ganz unfreiwillig. Gibt es etwas, wo Sie sagen würden, das kann man lernen, ohne unglücklich zu sein? Ja, also natürlich, wenn ich Sonntagnachmittag manchmal allein im Zimmer bin, da kommt schon auch eine Traurigkeit rein, aber dann gehe ich durch die Traurigkeit durch und dann
für mich, das ist ein schönes Wort, all eins zu sein. Am Grund der Seele bin ich eins mit mir, mit den Menschen, wenn ich verbunden fühle, mit auf der ganzen Welt, mit der Natur, mit Gott. Und dieses All-Eins-Sein, das ist eine wunderbare Erfahrung. Also das ist nichts, da bin ich nicht allein. Ich bin allein und trotzdem All-Eins. Ja? Und die deutsche Sprache hat ja dieses Wort auch so geprägt. Dann spüre ich einen tiefen Frieden und Dankbarkeit. Jeanette, durch die Traurigkeit dann zu Frieden und Dankbarkeit? Also ich finde, man kann es gar nicht schöner sagen. Dieses, ich glaube, dass es ein Alleinsein gar nicht gibt, sondern ich glaube, dass wenn man wirklich, wenn man auch liebt und auch Liebe empfängt, dann ist man nicht allein, weil es ort- und zeitlos ist. Und ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht und weiß auch, es gibt ein liebendes Universum, also in dem ich mich aufgehoben fühle, auch wenn ich viel alleine bin. Ich finde halt, also ich finde auch, wenn man sich mit sich selber gut versteht, dann ist es die beste Voraussetzung einfach, um mit anderen Menschen zusammen zu sein. Und wir haben alle das Handwerkszeug, uns selber auch unsere Sehnsüchte und Träume auch umzusetzen und können einen anderen gar nicht dafür verantwortlich machen, dass der sich darum kümmern soll, sondern wir müssen das selber machen. Also ich glaube, im Prinzip ist jeder alleine und ein Partner ist ein Geschenk, ist ein Glücksmoment, aber man darf nie den Anspruch stellen, dass der verantwortlich ist fürs eigene Leben. Und ich finde eben das Alleinsein, aber ich habe das dieses All und Eins, das Wort als solches so noch gar nie betrachtet. Und das finde ich toll, das jetzt so hier zu hören. Ich habe 55 Jahre versucht, das zu erreichen. Mir bleiben hoffentlich noch ein paar Jahre, wo ich das erreichen kann. Ja? Herzlichen Dank vor dem Nikolaus.